Ahoi von der Mein Schiff 1. Jetzt gucken wir uns mal einen ungewöhnlichen Kabinentyp an. Und zwar ist das die barrierefreie Außenkabine. Also wer beispielsweise im Rollstuhl unterwegs ist, der ist dann hier richtig. Und die Details gucken wir uns jetzt mal an. Was also schon mal auffällt, diese Außenkabine ist erheblich größer als jede andere Außenkabine, denn das liegt ja nahe, dass man irgendwie mit dem Rollstuhl ein bisschen mehr Platz braucht. Das ist unser ganz normales Bett, wie wir das in jeder Kabine hier haben auf der Mein Schiff 2. Es gibt die Nachttische und man kann die Betten auch auseinanderziehen lassen vom Kabinensteward, wenn man sagt, okay, man möchte mit seiner Begleitperson jetzt nicht so nah beieinander schlafen. Es gibt dort noch ein drittes Bett, was man dann runterziehen kann. Also so kann man dann auch mit Kindern verreisen, gar kein Problem. Ja, hier ist der Fernseher. Der kann, glaube ich, an der Stelle nicht bewegt werden, wenn ich das richtig sehe. Nee, der ist tatsächlich da gefixt. Also den kann ich dann von der Position nicht verändern. Und hier sehen wir schon, ja, eine Rose. Die gibt es also immer zur Einschiffung in jeder Kabine auf der Mein Schiff 1 oder auch auf der Mein Schiff 2. Und daneben dann die Wasserkaraffe. Da kann ich mir Wasser holen auf den Gängen. Es gibt Edelsteine, die ich dann da rein kippen kann. Das Ganze soll dann eine positive Wirkung haben. Ja, wer weiß. Hier sehen wir schon die Nespresso-Kapseln. Die ist 2 am Tag pro Kabine, also pro Person. Eine gibt es kostenlos und die Nespresso-Maschine dafür, die befindet sich auf der anderen Seite. Da gibt es auch nochmal eine andere Auswahl an Kapseln. Ich kann aber natürlich auch Kapseln von zu Hause mitbringen. Es gibt eine Minibar. Die Getränke, die sind allerdings zu bezahlen. Die sind nicht inklusive, auch nicht die Snacks dort. Aber ja, man kann zu fast jeder Zeit irgendwo auch was kostenlos bekommen. Also von daher ist es eigentlich nicht wirklich nötig, dass man die benutzt, sage ich mal. Aber es scheint sich offenbar zu lohnen, sonst hätte man die wahrscheinlich längst abgeschafft. Gut, so, das sind die Schränke. Mit den Rettungswesten auch. So, ja, das hier ist dann wohl eine Möglichkeit, um das hier rauszuziehen. Guck mal, hier diese. Ja, aber da bin ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so vom Fach, was nun diese barrierefreien Kabinen angeht, was nun da das ganz Besondere ist. Aber wenn einer von euch da interessiert ist an so einer Kabine, der kennt sich da wahrscheinlich besser mit aus. So, was ist hier noch drin? Auch hier wieder diese Konstruktion, um das Ganze runterzuziehen. Dann außerdem der Safe. Also wir sehen sehr, sehr viel Schrankfläche. Da kann man also am liebsten 4 Wochen gleich Urlaub machen. So, was ist das hier noch? Ach so, das ist einmal die Leiter, um dieses Bett, was man da runterlassen kann, das dritte zu benutzen. So, hier gibt es noch einen Spiegel im Eingangsbereich und hier ist nun die Nasszelle mit großer, großer Tür. Da kommt man also problemlos sicherlich dann durch mit einem Rollstuhl. Es ist so, hier unten kann man das eigentlich sehen, der Boden ist da leicht schräg. Also es geht dort schräg nach oben oder aber wieder nach unten. Hier wird die Temperatur der Kabine geregelt, ist jetzt gerade mal auf ein bisschen wärmer eingestellt. Ja, und hier sehen wir dann die Nasszelle, die auch ein bisschen anders ist als sonst. So, eine Dusche mit einem Sitz und da nur einem Vorhang drumherum, also eine der wenigen Duschvorhänge, die es hier wahrscheinlich noch gibt an Bord. Dann die Toilette. Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht vom Fach, was das hier genau ist. Ich glaube, ja, das ist dann so ein Griff, den man runterlassen kann, wo man sich offenbar dran festhalten kann. Ja, hier haben wir alles, was wir sonst in den normalen Kabinen auch haben. Das Waschbecken ist ein bisschen anders. Das ist also nicht so hoch und abgesetzt, sondern ist hier ein bisschen flacher. Ich habe meine Seife und ich habe hier meine Kosmetikprodukte und außerdem ein Föhn. Ein weiterer ist auch noch in einer Schublade da. Ja, also ein Kabinentyp. Ich glaube, 8-mal gibt es den auf der Mein Schiff 1 und zwar die barrierefreie Außenkabine. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und weitere Videos habe ich noch verlinkt über TUI Cruises und Mein Schiff. Also da sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.